Wir zeigen hier die Anfertigung von exklusiven Layflat-Fotobüchern. Dazu verwenden wir Lillo. Lillo ist die kleinste Maschine aus der Photostory-Serie des italienischen Herstellers IEN Industrie. Mit Lillo lassen sich Bücher bis zu einer Größe von 35 x 42 cm herstellen. Aufgeschlagen ergibt das eine Bildgröße von 70 x 42 oder 84 x 35 cm, je nachdem, ob wir ein Hoch- oder ein Querformat anfertigen wollen. Für diese Demonstration verwenden wir ein kleines Hochformat. Die Fotos haben wir bereits vorbereitet und beginnen mit dem ersten Schritt, dem Rillen und Falzen. Zunächst stellen wir den Anschlag zum Rillen auf die halbe Bildlänge ein. In unserem Fall sind das 101,5 mm. Dann wird das Foto mit der Bildseite nach oben an die Führung und den Anschlag angelegt. Mit dem Fußschalter lösen wir den Rillvorgang aus. Das wiederholen wir für alle Fotos, die in dem Buch verwendet werden sollen. Im nächsten Schritt falzen wir alle Fotos an der gerillten Position. Wir kontrollieren noch einmal die Reihenfolge und legen unsere vorbereiteten Fotos griffbereit beiseite. Im nächsten Schritt stapeln wir die Seiten des Buches mit Hilfe dieser Vorrichtung. Sie besteht aus festen Führungen und einem beweglichen Andruckbalken. Der dient dazu, den Buchblock zu klemmen und die benötigten Klebefolien auszurichten. Betätigt wird der Andruckbalken über einen Fußschalter. Solange der Schalter betätigt ist, bleibt der Balken geöffnet. Es wird mit geringem Druck gearbeitet, daher besteht keine Gefahr für die Finger. Wir beginnen den Aufbau unseres Buches mit einem sogenannten Spiegel. Dazu fixieren wir den Spiegel zunächst mit einem kleinen Stück Klebeband. Wir öffnen den Andruckbalken und positionieren den Spiegel. Jetzt folgt eine Klebefolie. Diese sogenannten Sheets bestehen aus einem beidseitig beschichtetem Trägermaterial und sind in verschiedenen Stärken, in Weiß und in Schwarz erhältlich. Dieser Kleber hat eine Anfangshaftung, entwickelt seine volle Klebekraft aber erst, wenn er erhitzt und unter Druck abgekühlt wird. Als nächstes kommt ein Foto. Dazu wird der Andruckbalken geöffnet und das Foto mit Hilfe der Führungen ausgerichtet. So stapeln wir abwechselnd Sheets und Fotos. Zum Schluss fügen wir wieder einen Spiegel hinzu. Unser Block ist vorbereitet. Wir kontrollieren noch einmal, ob wir alle Seiten in der richtigen Reihenfolge haben und ob er auch gerade ist. Jetzt wäre noch die Gelegenheit, Fehler zu korrigieren. Wir könnten den Block jetzt noch zerlegen und neu stapeln. Der nächste Schritt ist das Erwärmen des Blocks. Die grüne Kontrolllampe zeigt uns, dass der Ofen die richtige Temperatur hat. Mit der Schaltuhr stellen wir die benötigte Zeit ein. Bei unserem kleinen Format reichen 5 Minuten. Wir öffnen die Schublade der Heizung, legen unseren Block hinein und schließen die Lade wieder. Mit Betätigung des Hebels senken wir eine Andruckplatte und starten die Zeit. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signal. Jetzt öffnen wir die Presse. Dann öffnen wir die Heizschublade und nehmen den Buchblock heraus. Wir legen ihn in die Presse. Jetzt schließen wir die Presse und lassen den Block abkühlen. Nachdem der Block genügend abgekühlt ist, wird er geschnitten. Der Rücken wird mit einem aufgeklebten Gewebe stabilisiert.
Als Dekoration kann jetzt noch ein Kapitelband angeklebt werden. Unser Buchblock ist fertig. Jetzt fehlt noch der Einband. Wir verwenden einen einfachen vorgefertigten Einband. Zur Befestigung nehmen wir doppelseitiges Klebeband, aber auch die Verwendung von Leim ist möglich. Der Block wird jetzt im Einband ausgerichtet und eingeklebt. Unser Buch ist fertig. Die Auswahl an vorgefertigten Bucheinbänden ist riesig. Für jeden Geschmack lässt sich etwas finden.